Links, rechts, runter, hoch. Beim Move-On-Migrationsprojekt haben heuer 18 Schüler der neuen Mittelschule 11 Linz-Diesterweg mitgemacht. Unter dem Motto Let's Party hat die offene Sprachklasse seit Herbst regelmäßig und fleißig geprobt. Hinter dem Projekt Move On im Gesamten ist Musikvermittlung. Wir wollen Leute für unsere Orchestermusik begeistern. Was spielt das Bruckner Orchester Linz für Musik? Und wie können wir Leute dazu bringen, sich für unsere Musik zu begeistern? Und da suchen wir verschiedene Methoden und Möglichkeiten, an unser Publikum heranzutreten. Insgesamt waren es 2 Musikstücke, die unter den strengen Augen der Choreografen einstudiert worden sind. Es war für alle Beteiligten nicht immer ganz so einfach. Es gibt Schüler, die sind einfach problemloser. Und es gibt Schüler, denen macht es sehr wohl ein Problem, mit dem umzugehen, dass sie jeden Mittwoch da tanzen hergehen müssen, dass das immer wieder von vorne begonnen wird, immer wieder. Sie sagen, das habe ich jetzt eh schon 100-mal gemacht, schon 1000-mal gemacht und jetzt reicht es mir und jetzt mag ich nicht mehr. Und wir haben es ihnen freigestellt mitzumachen, aber sie wollen trotzdem mitmachen. Also trotz der Auflagen und trotz dem Härtetest für sie, ja, wollen sie trotzdem dabei sein. Die Proben waren so nicht so regulär. Es gab Tage, wo die waren total gut drauf und super gut. Und manche Tage, wo sie müde sind und einfach schwierig, die Konzentration zu behalten. Weil wie gesagt, es ist die Wiederholung von sowas. Es ist langweilig, es ist ganz klar. Aber die sollen verstehen, der Punkt ist, dass sie verstehen, dass mit Wiederholung und Disziplin wir erreichen was. Und die Wiederholungen und die Ausdauer haben sich gelohnt. Beim Bühnenauftritt im großen und vollgefüllten Saal des Musiktheaters in Linz haben die Schüler der Diesterwegschule eine wahrlich feurige Performance abgeliefert und bewiesen, dass sie es sehr wohl können, wenn es darauf ankommt. Gemeinsam mit dem Bruckner Orchester Linz haben sie sozusagen den Saal gerockt und die Anwesenden mit ihren Tänzen und der Musik in fremde Länder entführt. Alles in allem auch heuer wieder eine sehr gelungene Move-On-Produktion, die auch das Publikum begeistert hat.